Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Wir werden nun Episode 6, Episode 6 ist richtig, das letzte Level, Erfülle dein Schicksal, 100% abschließen. Und danach fliegen nach Jakku und machen das dort fertig. Dir müsste klar sein, dass dein Vater... Lass deinen Aggressionen freien Lauf. Oder haben wir das schon? Kann ich jetzt schon nach den Herausforderungen gucken? Nein, das geht nicht. Wir müssen erstmal das hier machen. Ja, gut. Gegen den Kämpfen müssen wir wahrscheinlich eh nicht. Nee, müsste alles hier in dem Raum sein. Aber wir gucken nun erstmal. Herausforderungen. Ach, es fehlt nur eine. Na dann. Finde die imperiale Waffenkiste und verwende die Waffen da drin. Okay. Hört sich doch interessant an. Aber wir müssen erstmal ihn ganz kurz besiegen, damit wir gleich den Imperator als Feind haben wahrscheinlich. Okay, machen wir ganz schnell. Jetzt schubst mich nicht weg. Lass dich einfach besiegen. So viel Zorn. So. Ich kann ihn schmecken. Ich fühle das Gute in dir. Und deinen Konflikt. Es gibt keinen Konflikt. Ja, zu langsam, egal. Ein leichtes Ziel. So, wo befindet sich denn die imperiale Waffenkiste? Ergib dich der dunklen Seite. Aber wenn der wir nur Macht. Diese eine Herausforderung haben, nur dann wird so es nicht lange dauern. Du deine Freunde dann haben wir das relativ schnell durch. Ja. Deine Gedanken haben dich verraten. Jetzt habe ich dich. Ja, dann komm her. Den Charakter kann ich momentan leider auch noch nicht wechseln. Ja, komplett daneben. Und einmal noch. Und geschafft. Deine Zwillingsschwester. Solltest du dich nicht bekehren lassen, dann gelingt uns das vielleicht mit dir. Niemals! War jetzt auf zu reden, einfach besiegen. So. Ich habe von euch erbärmlichen Skywalkers nichts anderes erwartet. Es ist vorbei. Ihr habt verloren. So. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Genug. Ich habe deine Unverschämtheit zeigt. Rachen vernichtet diese verräterischen Feiglinge. So, was haben wir denn hier unten? Was können wir hier machen? General Organa heißt das. Und jetzt an die Arbeit. Ah, okay, da brauchen wir einen Kopfgeldjäger. Warum springen wir es nicht? Kopfgeldjäger haben wir leider nicht dabei, müssen wir es auswählen. Na, vielen Dank auch dafür. Dann halt doch mal. So, nun. Bringt das überhaupt irgendwas? Irgendwie nicht. Warum haben wir das nun gemacht? Es hat überhaupt nichts gebracht. Na gut, dann
gucken wir uns hier mal um. Imperiale Waffenkiste ist das, würde ich mal sagen. Nicht mal für Geld. So, dann nehmen wir den hier. So, und das haben wir auch geschafft. Was ist das denn für eine Waffe? Wie viele Minikets fehlen denn? 4. Hallo, Vater. Mein Sohn. Es ist schön. Kann man das vielleicht zerstören? Nein. Okay, keine Ahnung, warum wir das nun gemacht haben. Warum haben die imperiale Waffenkiste damals noch nicht geöffnet? Vader kann das doch auch. Da ist doch sogar noch eine. Aber hier brauchen wir auch ihn. Dann komm mal her. Wir brauchen dich. Selbst die dunkle Seite der Macht hilft hier nicht. Doch, die dunkle Seite der Macht hilft hier. Warum können wir das jetzt wieder nicht überspringen? Das ist auch komisch. Manchmal kann man das überspringen in der normalen Welt und in dem Level, manchmal nicht. Das war zu einfach. Naja. Das Miniket haben wir. Ja, das war sehr einfach. Aber wir haben es. Ja, dann springen wir halt dran vorbei. Eine Hüpfburg. Die man mal wieder aufpusten sollte. Aha, hier. Hier ist doch was. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich hab... Ja, doch, da vorne sehe ich den Schlüssel. Wenn wir mit ihm hier wieder rauskommen. Ja, schaffen wir. Geht das hier auch zu? Ja, natürlich. Egal, wir springen einfach drüber, holen uns hier den Code, damit wir da durchkommen. Bildschirm, Thronsaal, Todesstern. Und dann gucken wir mal hier. Ah, weg mit der Bank oder Kiste, Tisch. Was auch immer das ist. Okay, wir sollen diese Figuren hier einsetzen. Ein Mini darf weder... Jar Jar, vermute ich mal, soll das sein. Oder irgendein Gangen. Und... Ja, kommt da rein. So, was soll das nun? Achso, das gehört gar nicht dazu. Scheinbar war das falsch. Wir stellen ihn mal ganz kurz hier ab. Und er fällt runter. So. Dann kommt der möglicherweise hier rein. Ah, dann leuchtet das. Ja gut. Dann haben wir jetzt nur die beiden hier falsch. Ich setze dich hier ab. Du bleibst bitte stehen. Ja gut. Irgendwann ist er noch drauf. Und jetzt die... Ach nö. Jetzt... Nein! Der soll da raus. Okay, geschafft. So, der ist nun auch richtig. Und dann kommt der dort noch hin. Irgendwo, wenn ich sehen würde. Und geschafft. Und da haben wir unser Minikit. Minikit 3 von 5. Und dort vorne sind dann nun die letzten zwei. Wir wechseln schon mal den Charakter zu C3PO. Damit wir das hier einmal machen können. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Ja, kannst du auch. Und dann müssen wir nur noch das Richtige suchen. Hier, Bildschirm, Thronsaal. Gut, hat gut funktioniert, dann machen wir es nochmal. Ah, nun. Medikit. Und wir müssen es noch zusammenbauen. Hier ist noch ein Schalter, was bringt der denn? Oh, wir können da verschiedene Bilder reinmachen. Okay. Aber nun brauchen wir die Sicherung. Ah, hier ist sie doch.
Und sie bekommt wieder Luft und wir können darauf rumhüpfen. Höchst beeindruckend. Und damit haben wir dieses Level nun auch zu 100% abgeschlossen und Episode 6 somit auch. Todesstern 2 Mikro bekommen wir. Und nochmal 2 Körpersteine. Dann. Das ja, haben wir ja. Heftbier auch. Endor haben wir auch fertig mittlerweile. Ah ja, unbekannte Region haben wir 100% nun. Ja, das hier haben wir auch. Yavin, wie spricht man das aus? Greater Yavin? Irgendwie so. Westliche Gebiete auch zu 100%. Trailing Sektor haben wir das hier noch nicht. Das werden wir dann auch demnächst machen und das hier auch nicht, oder? Nicht ganz zumindest, aber fast. Hier fehlt noch ein bisschen was auf Tatooine. Amino haben wir fertig. The Slice ist auch fertig. Neue Territorien. Da müsste das hier noch fehlen. Ja. Yavin 4 ist gemacht. Coruscant ist auch abgeschlossen. Takodana und Jakku wird dann jetzt das sein, was wir uns in den nächsten Parts vornehmen. Also wir werden jetzt Jakku komplett fertig machen. Dann Episode 7. Dann war das Takodana? Ne, das war nicht Takodana. Ach, der letzte unfertige Planet in diesem Sektor. Danach Episode 8. Danach Yavin 4. Der hier? Ja doch, war Takodana. Und dann fehlt da eigentlich noch was dann? Ja. Das hier. Aber der Rest dann. Tatooine fehlt auch noch. Und ansonsten habe ich dann alles fertig. Bis auf jetzt die letzten Herausforderungen hier. Wo sind die denn? Ah ja, hier. Die Herausforderungen haben wir 5 fertig. Auf ein paar werden wir noch stoßen, aber definitiv nicht mehr alle. Wir machen als erstes mal das hier unten. Ist die kürzere Mission, dann machen wir die kurz. Dann können wir gleich. Ah, wir bekommen dafür Schmie. Hab mich schon gefragt, wo sie bleibt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich dachte ich, wir haben sie schon längst. Die taucht erst sehr relativ spät bei uns hier im Let's Play auf. So. Irgendwo fehlen ja noch welche da oben. Die letzten, ich sehe sie. 15. Und über uns sind 16, 17, 18. Seit wann werden die denn dort angezeigt? 16, 17 und 18. So, ich habe jetzt diese Herausforderung als erstes gemacht, weil wir für die andere möglicherweise wieder hier den Sektor verlassen müssen. Oder zumindest diesen Weltraum. Großkampfschiffe, welche findest du eigentlich noch? Das und Executor sind doch beide Supersternzerstörer, glaube ich. Bei dem einen bin ich mir gerade unsicher. Die Executor ist auf jeden Fall ein Supersternzerstörer. Für den Widerstand. Jetzt bleib doch mal stehen. So kann ich dir nicht helfen, wenn du immer weiter wegfliegst und irgendwie schneller bist. Stopp! Endlich seid ihr da. Ein Schiff des Widerstands wurde von der Ersten Ordnung überfallen und braucht dringend Hilfe. Das ist alles Ende der Nachricht. Keine Zeit zum Plaudern. Los, rettet sie. Ich habe die Position in euer Radar geladen. Macht der Ersten Ordnung ordentlich Dampf. Widerstandsrettung. Nein, nicht nach Coruscant, da sind wir fertig, da wollen wir nicht nochmal hin. Hey, kriegt mir Hilfe? Unsere Lage hier ist ziemlich übel.
Jetzt bleibt euch alle mal stehen. So. 14 und 15. Geschafft. Wir mussten dafür nicht mal das Gebiet hier verlassen. Danke für die Hilfe. In Momenten wie diesen wird einem klar, was im Leben wirklich zählt. Nämlich in einem Namen endlich zu sagen, dass er die Klappe halten soll. Gut. Das haben wir dann. Willkommen, hier ist Freddy und wir landen auf Jakku. Nur null zuerst oder nie mehr Außenposten. Wir machen das hier einfach. Weil wir hier noch gar nichts haben. Im Nima Außenposten, da haben wir wenigstens schon mehr. Ich habe mal in irgendeinem Part, weiß nicht jetzt nicht, so fünf Parts, vor fünf Parts war das ungefähr, sagte ich, dass ich das Spiel gerne jetzt endlich mal beenden möchte. Aber ich das natürlich auch einfach das Let's Play abbrechen könnte. Natürlich macht mir das Spiel auch Spaß. Ich möchte das definitiv nicht abbrechen. Ich möchte das unbedingt zu 100% abschließen. So wollte ich nur einmal erzählen. Die, also irgendwie, ich möchte irgendwen anders haben, wie der Snoke. Dann können wir auch mal hier rein direkt. Lass mich meine Macht. Okay, wir brauchen ihn dafür. 1 von 3. 2 von 3. Da vorne. Schnell, treff doch mal. Und letzte Gong, weg da. Wir haben es. Schnell. Gut, das dort oben. Wir nehmen uns mal den Brocken hier. Hat der gut funktioniert, dann nehmen wir uns das Ding hier. Ach, das gehört zu einem Mist. Ja, dann machen wir das einfach mal. Hey, könnt ihr mir helfen, das Ding wieder zusammenzubauen? Ihr seht so aus, als würdet ihr euch mit Antennen auskennen. Warum denn das? Ja, können wir machen, aber... Okay, ein Schiff. Das ist das einzige Schiff hier. Dann können wir das mal schnell zusammenbauen. Ups, nein. Ich wollte gucken, ob das jetzt schon geht. Ob wir das jetzt schon ganz oben in die Luft setzen können. Also, wenn das geht. Ne, hätte mich auch gewundert. Ja, toll. Jetzt steht das natürlich ein bisschen... Ah, ne, ist runtergefallen. Sehr gut. Würde sonst sehr im Weg stehen. Nun? Was nun? Ach ja, ein Teil fehlt noch. So. Steht wieder da vorne, sehe ich eine Sicherung. Da vorne, hinter dem Feuer. Ah, ich verstehe, was das ist. Aha. Ja, hier. Ach, wir sollen drei davon. Hier. 40, 60, 80 und 100%. Prozent. 20, 40, 60, 80 und da 100. Das sieht doch ganz gut aus. Bisher ja. Zentrale, schickt Vorräte. Over. Nun heißt es warten. Seht euch das an. Es funktioniert. Danke für eure Hilfe, mein Freund. Wir haben noch ein paar Leute damit über hier erschlagen. So, und da haben wir unser Schiff. Antennenärger. Hier oben. Kylo Rens Kommando-Shuttle. Da haben wir nur noch das. Hoch oben in der Hütte. Ich würde gerne diesen Kerl bestellen. Ah, ganz knapp. Ah, den können wir hochheben. Aber ich glaube nicht, dass wir das darauf balancieren können. Oh, Moment mal. Das können wir ja bewegen. Wo haben wir denn den? Da. Jetzt ist es natürlich nicht mehr fest. Das ist nicht ganz so gut. Aber wir haben ihn. Dachgeleiter.
Ordnung. Leiter? Okay, von irgendwo sollte man gleiten. Egal, wir haben es. Habt ihr einen Luca-Beast-Home-Tollen sehen? Dummes Ding, fing an, Stahlpicker zu jagen und warf mich einfach ab. Jetzt gestrandet in einem kleinen Dorf, abscheuliches winziges Dorf. Luca-Beast ist wahrscheinlich schon auf halbem Weg nach Nima. Will nicht den ganzen Weg gehen, um es zu holen, aber vielleicht kann neugierigen Fremdling dazu überreden? Wenn Luca-Beast nicht hier ist, dann jagt wahrscheinlich Stahlpicker bis in Wüste bei Nima. Fremdling hat es vielleicht leichter zu fangen, wenn ihr Stahlpicker zuerst verscheuchen. Lästiges Luga-Biest. Gut, machen wir. Dann zum Nima ausposten gleich. Allerdings habe ich den Ort für die Sicherung gesehen. Nee, doch nicht, oder? Was ist, obwohl, nee, ich glaube, davon gibt es auch einfach einen Weg, das uns dorthin bringt. Aber den Kabelständer nehmen wir noch mit. Dorfplünderung. Eine Verwendung dafür finden. Zumindest wird es diesen Jämmerling Okay. Und jetzt kann man auch einfach losfahren. So, Nima Außenposten. Da sieht man auch schon, da haben wir deutlich mehr schon. Ihr seid da. Und was ist da eigentlich? Da ist der Nima Außenposten. Ja, wir sind da. Ich habe ja vorhin eben schon wen gesehen, mit dem wir reden können. Kann bitte jemand dieses tobende Luga-Biest bremsen? Ist schon niedlich, wie es mit den Stahlpickern spielt. Aber das tut echt weh, wenn es einem plötzlich über die Zehen stürmt. Kann ich mir vorstellen. Wo ist es denn? Ach da. Ach so, was ist das? Okay, dann besiegen wir das mal. Geht nicht. Ich kann keinen Schaden, aua. Ah, jetzt geht's wieder. Anscheinend wieder kein Schaden, das muss anscheinend eine mal angreifen. Ja, kommt er daneben. Halt, stopp, wo willst du hin? Stopp! Bleib hier! Hier bin ich! Hau doch nicht ab. Ich muss dich besiegen. Wir brauchen den Charakter. Oh, hat es nicht getroffen und ist gegen den Berg gerannt. Sehr gut. Los. Dann los. Oder auch nicht. Gut. So, da haben wir es auch gleich schon. Und besiegt. Und einsammeln. Was hat Snook denn da gerade für komische Geräusche reingemacht? In das Funkgerät. Naja, zurück. Macht Luga-Biest viel Ärger? So ungestüm und verspielt guter Charakterzug bei Haustier. Sehr nervig bereit hier. Muss öfter zum Spielen zu Luga-Biest Park bringen und austoben lassen. Dann macht das. Wir nehmen unsere Belohnung entgegen und gucken mal hier oben. Sir, öffnet die Tür. Ich glaube, er ist nicht da. Toll. Okay, wo bekommen wir das her? Bitte weitergehen. Das geht nur die erste Ordnung an. Ja, wer bin ich hier? Ja, wir sind nur hier, um mit dem fehlerhaften Droidenverkäufer aus Coruscant zu sprechen. Ich meine, die Droiden sind fehlerhaft, nicht der Verkäufer. Halt den Rand. Unsere Mission geht niemandem was an. Wenn ihr also nicht zufällig das Passwort zu dem Ferienhaus dieses Schurken in Tuanul kennt, schlag ich vor, ihr verschwindet. Wir hätten die Droiden in seinem Laden bitten sollen, uns mit dieser Maschine das Passwort zu besorgen.
Du hast die Weisheit heute wieder mit Löffeln gefressen. Wenn du den ganzen Weg zurück nach Coruscant willst, nur zu. Haben wir das nicht vielleicht schon? Wir waren ja schon in Coruscant. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Ich glaube, wir haben irgendwas mit Tua Null. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Wir gucken mal. Hier. Sag ich doch. Das haben wir schon. Ja. Schauen wir uns mal um. Ja, wir kommen direkt hinterher und schauen uns auch um. Ey, warte doch. Warte auf mich. Chaos. Hä? Ihr schon wieder? Wenn ihr uns schon folgt, könnt ihr euch wenigstens nützlich machen. Räumt mal mit auf. Aufräumen? Suchen wir nicht nach Beweisen für den fehlerhaften Droidenverkäufer? Welchen Teil von geheime Mission verstehst du nicht, du Eimerkopf? Okay, aufräumen. Ihr herrscht das als aufräumen? Auf. Welchen Teil? Aufgeräumt. So, aufgeräumt. Ach, hier ist ja noch viel mehr. Aha. Dubioses Domizil. Das sieht wie eine Art Ladungsverzeichnis aus, aber keiner der Orte ergibt einen Sinn. Ein Körperstein fehlt noch. Bürger, bitte vergesst alles, was ihr gerade gehört habt. Und habt einen schönen Tag. Ah, jetzt sollen wir ihn suchen. Na gut, das machen wir im nächsten Part, denn ich bin hier nun erst mit dem Part und dann bis zum nächsten Mal.